Auf dem Hamburger Klärwerk im Hafen fließt das Abwasser von rund 2 Millionen Menschen zusammen. Es ist damit das größte Klärwerk Deutschlands. In diesen eierförmigen Türmen schlummert eine ganze Menge Energie. Täglich werden darin 100.000 Kubikmeter Faulgas produziert. Mit der darin enthaltenen Energie werden die Strom- und Wärmebedarfe des Klärwerks bedient. Wir machen so viel Faulgas hier auf dem Klärwerk, dass wir noch mehr haben, als wir eigentlich zur Eigenversorgung brauchen und können somit das Gas auch noch nutzen, um es aufzubereiten und ins Erdgasnetz einzuspeisen. Die stetige Optimierung des Energiekonzeptes ist ein wichtiger Bestandteil des Klärwerksbetriebs. Mit der Inbetriebnahme von 2 neuen Anlagen, der Abdeckung eines Faulschlammspeicherbeckens, einer sogenannten Klimahaube und einer neuen Gasaufbereitungsanlage gehen wir den Weg weiter. Klimahaube und Gasaufbereitung sparen ca. 19.000 Tonnen pro Jahr CO2-Äquivalente ein und tragen damit bedeutend zum Klimaschutz bei. Mit der Abdeckung eines offenen Faulschlammspeicherbeckens vermeiden wir künftig klimaschädliche Emissionen und gewinnen zugleich Methan zur energetischen Verwertung. Die Gasaufbereitungsanlage hat den Vorteil, dass wir unser Faulgas hier aufbereiten können, ins Erdgasnetz einspeisen und es dann an anderer Stelle energetisch sowohl zur Strom- als auch zur Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Beide Anlagen sind deutschlandweit auf Kläranlagen bisher einmalig und geben uns die Möglichkeit, unsere Stadt verantwortungsvoll zu gestalten.